Hi Leute und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns mal die Tanker Vagrants an. Die Tanker Vagrants, was man im ehesten als Tanker-Landstreicher übersetzen würde, sind ein loser zusammengewürfelter Haufen von verstoßenen, aussätzigen Flüchtlingen und Einzelgängern, die allesamt die Anonymität ihrer neuen Gemeinde sehr schätzen. Diese neue Gemeinde hat einen leerstehenden Tanker am Hafen von San Francisco zu ihrem neuen Zuhause gemacht. Die dort heimischen und überaus gefährlichen Kreaturen konnten die Tankerlandstreicher schnell in den Laderaum des Tankers zurückdrängen und dort einsperren. Die oberen Etagen wurden zu Wohnräumen, Geschäften und Kneipen umfunktioniert. Angeführt werden die Tanker Vagrants von Captain A. Ron Mayers, einem alten, erfahrenen Enklavendeserteur und einem Hacker namens Badger. Die Bewohner des Tankers mögen friedlich wirken, aber sie sind allesamt extrem gut bewaffnet. Wäre ich wahrscheinlich auch, wenn ich hunderte von bizarren Monstern im Keller hätte. Nachdem das auserwählte Wesen den Tanker wieder schwimmfähig gemacht hat und ihn benutzt, um zur Enklavebasis auf dem Meer zu gelangen, waren die Tanker Vagrants plötzlich mobil. Und so taten sie, was Landstreicher am besten können. Und sie ließen sich einfach treiben, ins Ungewisse, zu neuen Ufern und neuen Abenteuern, die wir nur erahnen können.